Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht richtig, wir spielen Dark Souls 3. Ich habe es gerade im Angebot gekauft bei Microsoft. Ich glaube für 9 Euro oder 19 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Und dachte mir, ich habe es da noch nie gespielt. Ich habe ja nur den ersten Teil durchgespielt auf der Switch. Sekiro angefangen, wo ich echt Respekt vor habe immer noch. Und Dark Souls 2 habe ich jetzt nicht so bekommen, weil es auch teurer war. Ich wollte jetzt gar nicht so viel Geld ausgeben für ein Spiel. Deswegen dachte ich, fangen wir doch mal mit dem dritten Teil einfach an, wo ich auch viele Lobeshymnen gehört habe, aber auch eben viele, die sagen, geht so. Wir schauen uns das Ganze mal an. Nach Demon's Souls natürlich auch wieder mal was ganz anderes, aber wir probieren es mal. So, hören wir uns an. Bin ein bisschen gespannt. Das Ganze läuft auf der Series X. Soll ja angepasst worden sein, also vom, was die Framerate angeht. Ja. Oh Gott, ich muss echt hier runter gehen? Nee, okay. Turbo, Turbo, Turbo. Alles gelesen und ich nehme es an. Es gibt geplant, Dark Souls mit der neuen Version 1 am 7. Februar. Okay. Okay, wollen wir nicht? Wollen wir kurz aufs System wechseln? Auto ziehen, umschalten. Okay, manuelle, das kenne ich alles nicht. Ich lasse einfach alles so drin, wie es ist. Ich werde die Musik ein bisschen leiser machen. Was ich doch sehr, sehr viel finde. Helligkeit einstellen. So ist doch gut. So, Spielersuche aus. Genau. Fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Ja, weiter. Weiter. Hab's noch nie gespielt, wie gesagt. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Abgefahrene Figuren, ne? The pilgrims discover the truth of the old world. Na, die Schildkrötenmensch hat es nicht weit geschafft. When the link of fire is threatened, the bell tolls. Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Alter, was ist das denn? Das sieht schon ein bisschen eklig aus. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. Alter. Jorm the Giant. Heieiei. Okay. Only in truth. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder.
Okay. Cooler Anfang, muss man wieder sagen. Muss ich auch sagen, das ist allgemein immer bei den Spielen. Die haben alle immer coole Anfänge und eine coole Erzählung so. So, Eingabe unvollständig. Übernahm einen hier. Dick. Dr. Schansen, der ist auch mal schon albern, ne? Lust zu schnell für den guten. So oft ich das hier eingegeben habe, müsste er das doch eigentlich auch schon wissen. Einfach mitnehmen. Der Schande. Der Schanden, nicht die Schande. So. So, wir sind auf jeden Fall eine männliche Person. Alter, jung. Erwachsen. Jung. Alt. Ach so, alter. Okay, dann wird erwachsen. Jung will ich die sein. So. Klasse, was wollen wir denn sein? Ein Ritter. Ein obskurer Ritter vom schlechten Ruf. Brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Sehr zäh und belastbar mit robuster Rüstung. Ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder. Kann dank seiner Geschicklichkeit zwei Krummsäbel meisterhaft führen. Ein Krieger. Berühmt für die Muskelkraft. Nutzt seine Kraft. Herold. Einziger Herold, der eine begonnene Mission beenden will. Führt einen robusten Speer und vollbringt sanfte heilerische Wunder. Dieb. Einfach Dieb und kläglicher Deserteur. Führt einen Dolchangriff in den Rücken und einen Bogen am Armeeausführung. Assassine, der sein Opfer aus dem Schatten überfällt, bevorzugt tödliche Zauber im Zusammenspiel mit einem spitzen Schwert. Dieser Sonderling verließ die Akademie, um weitere Forschung zu betreiben, kann mit großer Intelligenz Seelenzauber wirken. Dieser Pyromant aus einer fernen Region beherrscht das Feuer und ist ein fähiger Nahkämpfer, der Schild und Axt führt. Ein reisender Kleriker, der vor Erschöpfung zusammenbrach, kanalisiert hohe Willen, um die verschiedensten Wunder zu wirken. Okay. Und der Bettler wird er wahrscheinlich der. Genau, ist der einfachste. Okay, was nehmen wir denn da mal? Ich nehme ja meistens bei Kämpferart irgendwas, ne? Vielleicht wäre ja auch mal so ein Zauberer auch nicht schlecht. Was kann denn der Pyromant so? Beherrscht das Feuer. Ein Pyromant klingt irgendwie auch cool. Das klingt auch gut. Also ich würde den Zauberer oder den Pyromanten bevorzugen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Zauberer. So. Begräbnisgeschenk. Kein Anzeigen oder Grabangabe oder sonstigen. Ein Ring mit einem kleinen roten Juwel erhöht die maximale Trefferpunktzahl. Warmes, gesegnetes Weihwasser stellt sich vollständig wieder her und heilt Leiden. Verborgene Segnung. Reines, okay. Eine Feuerbombe gefüllt mit speziellen Schwarzfeuer. Ein unfeines Geschenk für die Verstorbenen. Bestandteil zur Auswertung von Feuerwaffen. Für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Die herrenlose Seele von einem, der neben dir schlief, benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Rostige Münze. Begräbnisgeschenk für ein Glück nach dem Tod. Erhöht für eine kurze Chance die Gegenstände. Okay. Roter Augapfel. Online-Objekt. Okay. Junger weißer Zweig. Junger weißer eines weißen Baumes. Offenbar ein Zeichen der Freundschaft. Gewährt zur Nutzung eines Imitationszaubers. Auch gar nicht so leicht. Was nehme ich denn da? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich nehme mal den Ring des Lebens. Das Leben ist, glaube ich, nie so schlecht, oder? Gesichtsvoreinstellung. Das sieht aus wie. Bisschen wie Jackie Chan, oder? Was ist denn hier kaputt? Oh. Also am besten, ich nehme auf den stinknormalen Burger. So, der Körperbau. Normal, dünn. Ach, machen wir normal. So, ich bin da jetzt nicht so. Aussehen. Also Geschlecht. Nein. Alter, stimmt. Kann ich mir auch anhören? Beispiel. Ja, Muskulatur. Mal ein bisschen muskulös, das aussehen. Kennt man jetzt nicht. Körperbehaarung. Geil, schön dicht. Yeah. Schon denn schon, ne?
Hm, ich sehe da nicht so viel Unterschied. Na gut, wir lassen es mal so. Okay. Ausgangshautfarbe. Alter, was sind das für Farben? Boah, man kann sehr viel einstellen, aber ist mir das wichtig? Ein Bart vielleicht. Die Frisur ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mag so ein bisschen. Hier so ein Japan-Style finde ich auch nicht so geil. Nimm ihn hier. Haarfarbe. Fasse ich mal meine an. Straßenköter braun. Augenbrauen. Ja, bitte. Ja, die sehen viel schön fies aus. Da. Ein Bart. So ein Wolverine-Bart. Komm, hier so ein bisschen Porno. Und schön so ein blonder Bart. Nein, mit gleicher Farbe wieder auf dem Kopf. Wimpern. Ist das nicht total egal? Mein Gott. Ah komm, das reicht. Pupillen. So, die Pupillenfarbe wird meine bekommen. Grün. Rechte Pupille. Okay, linke Pupille. Okay. Kosmetik. Hm. Tätowierung. Achso, man kann auch das Gesicht ein bisschen tätowieren. Ist ja lustig. Das X markiert den Weg. Ist das nicht so ein Kopf in der Badewanne? Nee. Hier so eine kleine Schlange. In grün. Okay, speichern wir mal als Favorit. Dann sind wir fertig. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir schon 12 Minuten verplempert für die Erstellung der Figur. Oh, es geht los. Ich steig direkt aus dem Grab oder was? Okay. Ah, ist einfach schön flüssig. Mach ich diese Kamerasteuerung. Was wissen wir? Okay. Regulärer Angriff? Schwerer Angriff. Oh, das war natürlich dumm. Ich hab gleich so einen Flakon benutzt. Okay, mal kurz die Steuerung wieder an. Okay, links, okay. Okay, ein Flakon bekommen. Abwehrhaltung. Hinter einem Gegner kritischer Treffer. Das war bestimmt zu schnell von mir. Egal. Längs gehen. Kehr um. Warum? Wo geht's denn da hin?
Wo geht's denn hier hin? Okay, es sieht aus wie so ein fetter Typ da hinten. Den sollten wir vielleicht jetzt nicht angreifen unbedingt. Ich glaube, warte, wir kehren mal um. Wir hören mal drauf, was der sagt. Ist hier oben irgendwas? Okay, gehen wir jetzt zurück. Wollen wir auch nicht gleich sterben hier, ne? So, da hinten geht es auch noch weiter. Gegenstand benutzen. Brauchen wir jetzt ja gar nicht. Da sind wir gekommen. Hier geht's aber auch nochmal hoch. Parieren. LT. Nach dem Parieren kontern. Okay. Okay, hätte man wahrscheinlich den Typen jetzt, den wir jetzt schon gekillt haben, hätten wahrscheinlich umtreten können. Egal. Schwindende Seele. So, wo geht's denn jetzt längs hier? Gehen wir hier wohl weiter, ne? Und da geht's ja auch hoch. Wenn wir kommen, gehen wir erstmal hier hoch. Okay. Eigentlich voll die Orientierungslosigkeit gerade, aber egal. Da hinten kommen wir nicht längs, sagt ihr, wir sollen umkehren. Gehen wir erstmal hier längs. Boah, sieht schon ganz cool aus hier. Schon nice. Ah, guck mal, hier ist ein... Okay, entzünden wir mal das Leuchtfeuer. So. Am Leuchtfeuer rasten. Okay. Okay. Au. Oh. War pariert wie... Wie dumm. Überhaupt nicht pariert, ne? Nicht mal ansatzweise. Okay. Standen da. Muss auch keiner sehen, wie er gestorben ist. Kann uns ja egal sein. Sprinten, springen. Okay, versuchen wir mal. Au. Klappte wunderbar, das Sprinten und Springen. Man sieht. Ups, geht gar nicht. Wieso sprintet er nicht? Aber jetzt. Okay, jetzt. Ah, okay, das war das, okay. Kommen wir jetzt nicht mehr rauf, ne? Oder? Natürlich nicht. Vielleicht kommen wir da wieder hoch irgendwie gleich, um das mal zu holen. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Während des Falles Sturzangriff. Nochmal. Okay.
Aber ich kann, glaube ich, nochmal da hochlaufen, oder? Das machen wir nochmal. Also ich will den Sprung nochmal schaffen, da, dass ich da irgendwie hinkomme. Ey, für nichts und wieder nichts. Obwohl, man geht es wahrscheinlich runter. Aber lass uns nochmal diesen Sprung-Dings da machen. Den Sprung. Mal nochmal laufen. Okay, das ist auch echt blöd gemacht. Also das ist ja wirklich sehr blöd gemacht, oder? Muss man einfach mal sagen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Aber es ist wirklich sehr, sehr blöd gemacht. Kann man das noch umstellen, die Steuerung? Wäre cooler. Kann ich hier auch hoch rüberlaufen? Ja, okay. Lass uns das mal machen. Wie soll man da landen, Alter? Und das für, was soll ich, wie soll ich das denn schaffen? Probieren wir nochmal. Warte mal. Einmal probiere ich es noch. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Welchen Weg macht denn da am meisten Sinn? Also hier kann ich nicht hochlaufen, ne? Doch. Aber ich muss, glaube ich, hier über diese Spitze laufen, ne? Und dann darüber kommen, oder? Warte. Oh, nein! Dann roll ich runter. Wie geil ist das denn? Nochmal. Hui. Mann. So, einmal noch. Ich war ja schon oben drauf. Ich verliere zwar die ganze Zeit Leben, sehe ich da oben. Was natürlich uncool ist. Aber, ja, so ist das denn. Wie geil ist das denn bitte sehr gewesen gerade? Ein dummer Sprung. Steht man hier, also weißt du, du spielst Super Mario in Perfektion und kriegst einen dummen Sprung hier nicht hin, ne? Ah, jetzt reicht es aber, oder? Ich will hier die ganze Zeit Leben nur. Ich probiere es trotzdem nochmal. Tut mir leid, muss ich. Es hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich muss das jetzt schaffen. Aber schon ein bisschen blöd, oder? Mal ganz im Ernst. Jetzt sind wir hier nochmal. Nein! Oh, es riecht doch. Alter, es gibt's doch gar nicht. Okay, ich lasse es jetzt. Ich weiß zwar nicht, was es da oben gibt. Ach, hier gibt's da irgendwas Gutes. Leute, ich bin. Das geht mir jetzt voll auf den Sack. Wir müssen nochmal probieren. So, nach dem zigversuchten Mal. Genau. So, habt das Nachsehen mit mir. Wie gesagt, es ist das erste Mal. Und ich habe Dark Souls 1 ja gespielt. Das Problem dabei war, dass ich danach so immer Leute hatte, die dann immer alles besser wussten. Ich meine, natürlich wisst ihr es besser. Ihr habt ja schon ein paar Mal gespielt. Ich kann es ja dann nicht wissen, weil ich das ja eh zum ersten Mal gespielt habe. Also Dark Souls 1 eben auch. Ich weiß nicht, ich habe ab und zu Kommentare gehabt, wo ich dachte so, ja, es ist klar, hätte man das und das machen sollen. Aber wo soll man es wissen? Ich meine, es gibt da Abkürzungen und es gibt da Bereiche, da kommst du eigentlich nur durch Zufall hin oder irgendwas anderes. Und auch ein paar Tricks, die kannst du natürlich nicht beim ersten Mal wissen. Woher soll man das wissen? Ach, warum rechne wieder hoch? Ist ja Quatsch. Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, so, da muss man noch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, wenn jemand das erste Mal spielt. Naja. Gab es nicht. Oh. Ist das gut, hier reinzugehen? Das ist der erste Tod für mich wahrscheinlich, ne? Hm. Warte mal. Ich gehe trotzdem einmal da hinten nochmal runter. Vielleicht finde ich da ja noch was anderes vorher. Wollt zu dem reingehen? Oder ist hier nichts? Doch. Oh. Heieiei. Oh. Okay.
Okay. Brandbombe. Okay. Schwerer Seelenfall? Seelenfall. Kann ich diesen Seelenfall schon benutzen? Anscheinend nicht, oder? Oder muss ich mal gucken. Gibt es hier irgendwas, wo ich das einsetzen kann? Muss mal kurz gucken. Warte mal. Stab des Zauberers. Kettenbrecher. Ach so, ich muss dann die Waffe wechseln wahrscheinlich, ne? Okay, aber mit denen kann ich ja nicht zuhauen, oder? Na doch, kann ich auch. Gibt wahrscheinlich nicht viel Schaden, aber... Wir gehen jetzt mal hier rein und versuchen mal nicht zu sterben. Wie können wir den ja auch umgehen? Bewegt er sich? Ich kann das nicht sehen. Ich glaube, er bewegt sich nicht. Aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht weiter, wenn wir ihn nicht irgendwie angreifen, oder? Schaut nicht so aus. Gucken wir trotzdem mal kurz alles an hier. Nicht, dass wir da irgendwie zu übersehen. So, warte mal. Ausrüstung. Brandbombe. Was ist das? Finstersymbol. Verliere Seelen und kehre zum Leuchtfeuer zurück. Achso, jetzt wollen wir nicht. Was ist das? Bleibst du dein Pfad? Stellt die Wirkung zu anderen Welten her? Okay. Kann man hier noch irgendwas an der Grafik einstellen? Höhe oder so? Nö, kann man nicht. Okay. Gut, ja, ich glaube, wir müssen den wahrscheinlich irgendwie anvisieren, ne? Oder kann man mit dem reden? Okay, da steht Schwert entfernen. Das sieht nicht so gesund aus. Müssen wir wohl machen. Okay, den können wir ja... Was macht der denn da? Okay. Okay, gewundenes Schwert. Aber das Geile ist ja, Blut wiederhergestellt. Okay, der war jetzt wirklich easy. Ob es jetzt am Dings lag, am Zauberstab lag, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich es geschafft habe. So, gewundenes Schwert. Können wir damit irgendwas anfangen? Hat das mit irgendwas mit zu tun mit unserem? Haben wir das im Inventar? Auch nicht. Sternscherbe, gewundenes Schwert. Was kann man denn machen? Im Schreinläufer stoßen, um Reisen zu blöcken. Ah, okay. Gut. Wir wollen jetzt eigentlich gar nicht reisen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wo es hier noch weitergeht. Geht es hier noch rum? Jetzt geht
komme nicht weiter. Warum brenne ich denn so an den Beinen? Was hat denn das zu bedeuten? Ah, jetzt können wir die öffnen. Sieht ganz geil aus mit den Flammen, die man um einen rum hat, so. Aber trotzdem. Was genau das bedeutet, weiß ich auch nicht. Hier ist eine Seele. Gerades Bruchschwert. Menü öffnen. Okay, das wissen wir ja. Gut. Ein paar Leute. Ziemlich cool. Na, da können wir lieber noch was einsammeln. Oh, ich muss hier aufpassen, dass ich nicht runterrassel. Heimatknochen, okay. Muss man echt schon vorsichtig sein. Das ist schon ganz schön glitschig hier am. Also einen normalen Seelenpfeil. Der ist auch wahrscheinlich auch schneller. Okay, ist natürlich ganz geil. Ich habe natürlich nicht unendlich davon, sieht man ja. Aber trotzdem ist es schon ziemlich herrlich, dass man einfach mal so ballern kann mit. Ich habe ja noch nie einen Zauber gespielt. Das ist jetzt immer ein Kampftypen. Das heißt, ich muss immer ziemlich nah rangehen. Aber das ist natürlich herrlich, dass man es auch so machen kann. Ich hätte auch hier hochgehen können, okay. Obwohl, vielleicht sollte ich mir das bei den leichten Gegnern aufsparen, ne? Macht wahrscheinlich Sinn. Wo steht der überhaupt hier, der Hayopai? Hier ist doch gar nichts, oder? Da kann ich hier noch irgendwas finden. Okay. Gut, dann geht es mal hier oben längs weiter. Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte. Oder es geht hier rechts rum noch. Darum kann man noch rumgehen. Wir gehen mal da oben rum. Oder reingehen. Hier längs gehen irgendwo. Ja, tatsächlich. Oh. Oh. Verdammte Axt. Der war schnell. Ich habe ihn auch kaum gesehen, weil er so blass war. Blut. Mhm. Wir müssen nachher mal angucken, wofür das alles ist. Aber das weiß ich leider auch noch nicht. Das werden wir auch schon rausfinden. So. Hm. Kann man hier auch links gehen, hier oben? Man sieht ja auch gar nichts irgendwie. Es ist ein bisschen unübersichtlich, das Ganze zwischendurch. Mad Loot. Hier, ach, hier hätte ich ja gerade eben runterjumpen können, ne? Dann bin ich wieder da vorne. Aber wozu die Loot gut ist die Frage, ne? Das wissen wir doch nicht. Guck mal, hier geht's auch längs. Hm?
Da wäre irgendwas drin. Da, da liegt jemand. Heimatknochen, okay. Aber mehr gibt's hier nicht, ne? Nee. Da geht's wieder runter, hätte man zu diesem. Kommt man zu dem Bereich wieder runter. Okay. Gut. Sollen wir nochmal reingehen? Ich würde sagen, ja. Feuerbandschrein. Okay. Und steht jemand. Vielleicht sehr gut gesinnt. Ich frage ihn mal. Welcome to the bonfire, unkindled one. Hm. I am a firekeeper. Okay, Feuerhüter. I tend to the flame. Ich kümmere mich um die Flamme um euch. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Okay. Die Fürsten verließen ihre Throne und sie müssen zurück. Dazu stehen eure Seite. Ach so, aufsteigen vielleicht. Then touch the darkness within, take nourishment from these sovereignless souls. Okay, also wir können aufsteigen. Mal gucken, was wir haben wollen. Seelenbrauer haben wir so viel und wir benötigen uns wirklich. Okay, mach die Vitalität mal ein höher. Die Zauberei. Mal kurz gucken, ne? Vielleicht die sogar zwei. Kondition. Belastbarkeit. Stärke. Geschicklichkeit. Intelligenz. Glaube. Und Glück. Machen wir das mal so. Okay, wir sind auf jeden Fall aufgestiegen. Ist schon mal gut. Aschenhahn, als unentfachter seid ihr ein Gefäß für Seelen. Okay. Okay, zeig es mir. Bring mir Seelen. Okay. Ja, ich glaube, ein paar. Ich glaube, wir haben ja so ein paar Seelen bestimmt hier drin, oder? Wenn wir da. Da, schwindende Seele. Okay, das war nicht so viel. Okay, das ist wirklich sehr wenig. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr. Produce the coiled sword at the bonfire. Schwert zum Leuchtfeuer. Zeichen Asche führt euch zum Land der Fürsten. To Lothric, where the homes of the lords converge. Okay. Farewell, warte mal. So, warte mal, was haben wir noch hier drin im Inventar? Okay, das geht alles nicht. Was ist das denn? Hält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Ah, okay, das ist das. Und was ist das hier? Zum Leuchtfeuer oder Schrein der letzten Rast zurückkehren. Brandbombe, okay. Titanscherbe, damit können wir Waffen verstärken, ne? Ich bin jetzt beim Schmied. Gut. Können wir das hier unten benutzen? Gewundenes Schwert einbetten, dann machen wir mal. Jetzt können wir nach Lothric kommen, darüber. Scheint. So. Kopf. Ah, da oben sitzt ja auch wieder. Da sitzen ja überall mal Leute, ne? Die kann man ein bisschen schnacken. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Also ich, zusammenbrechen. Ich werde. Ich werde das jetzt nicht immer über vorlesen, weil ich denke mir, ihr habt ja, man muss ja sagen. Ihr könnt ja erstens selber lesen
Und zweitens, finde ich, ruiniert so ein bisschen die Stimmung, wenn die reden. Man will ja auch mitreden und dann überredet man die so ein bisschen, also schnackt über die drüber. Finde ich doch irgendwie blöd. So, wo es hier überall hingeht, weiß ich alles gar nicht. Kann es aber auch egal sein. Ein bisschen umschauen würde ich mich trotzdem ganz gerne mal. Was kann man hier alles finden? Da ist ein Schmied. Hallo, Herr Schmied. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I, as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You require good arms. Let me smith your weapons. Gerne. I am a smith. Such is my purpose. Okay, Waffe verstärken. Kann er meine Waffe verstärken? Diese hier vielleicht? Also brauchen wir zwei Titanscheiben. Wir haben nur eine. Also bringt das noch nichts. Ausrüstung reparieren. Okay, wir haben noch nichts, was repariert werden kann. Nutzung für Esserflocken zuweisen. Was heißt denn das? Ah, okay, ich könnte jetzt... Das eine ist ja für... Nee, das lassen wir mal so. Das ist ja für, damit wir das Blaue wahrscheinlich auffüllen können. Esserflocken verstärken. Okay, da brauchen wir auch noch irgendwas. Gut, Waffe durchwirken. Was heißt das denn? Okay, können wir auch noch nicht. Brauchen auch ein paar Sachen. Gut, aber schon mal gut zu wissen, dass es einen gibt hier, ne? Ich mag ja dieses Düstere, ich mag ja auch diese... Ich finde das einfach genial. Also es ist, die Stimmung ist immer genial bei den Spielen, kann man sagen, was man will. Ich habe versagt. Oh, schlimm. Da kann man sagen, was man will. Die Stimmung ist einfach genial bei den Spielen. Also ich freue mich auch auf Elden Ring. Hab's mir beim Jokerface angeguckt, aber leider bin ich von der Grafik noch nicht ganz so überzeugt. Aber das kommt ja vielleicht noch. Aber ich meine, es geht ja um den Spielspaß im Großen und Ganzen. Bloß ich denke mir immer, wenn man schon so jetzt, wir sind jetzt echt so weit in der Grafik, so ich, da kann man ruhig so ein bisschen, ich finde, da kann man ruhig so ein bisschen mehr geben, ne? Gerade wo wir diese Powermaschinen jetzt alle zu Hause stehen haben. Aber naja, nun gut, so ist es. Gut, Leute, ich glaube, das ist die erste Folge und die lassen wir jetzt auch so auslaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Also falls euch gefällt, lasst mir bitte einen Kommentar da und sagt, habt ihr Lust auf mehr von diesen Folgen? Dann würde ich mehr machen. Und wenn nicht, spiele ich es halt für mich alleine. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.